Hallo, hier bin ich mal wieder. Und zwar mit einem neuen Turniervideo, und zwar dem Turniervideo aus Bad Schmiedeberg. Können wir bitte mal kurz darüber reden, wie geil dieser Platz ist? Die haben einfach auch eine riesige LED-Wand. Ich war Star Trek und mir auch ein bisschen unsicher, ob Quintino sich von der Kulisse beeindrucken lässt oder nicht. Hatte aber ein gutes Gefühl beim Abgehen. Das war von der Höhe her alles wirklich okay, wirklich fair, wirklich easy. Und habe mir einfach vorgenommen, wirklich konzentriert jeden einzelnen Sprung anzureiten. Und ja, genauso habe ich es durchgezogen. An Sprung 1 war ja noch so ein bisschen sehr unsicher. Den sieht man jetzt nicht so richtig, weil das da hinten war. Hat das aber ganz gut gemacht. Und dann kam Sprung 2, wo ich mir dachte, naja, das kann so ein bisschen ein Knackpunkt sein. Er kam hier auch im Außengalopp rum. Ich habe es bewusst nicht korrigiert, weil ich dachte, wenn ich jetzt den Fluss störe, dann steht da Verweigerung drauf, und habe ihn dann wirklich aus dem Stand da so ein bisschen drüber gedrückt, aber habe mich davon nicht beirren lassen, sondern einfach sofort wieder den Fluss hergestellt, zum Reiten gekommen. Und ja, dann hat das auch richtig gut gepasst. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr zufrieden mit dem Parcours. Natürlich einmal der Außengalopp zu Sprung 2 und auch, dass der Sprung 2 halt auch sehr aus dem Stand gesprungen war und wenig aus dem Fluss. Das sind so Punkte, die nicht so gut waren. Auch hier war jetzt ein bisschen dicht dran. Aber am Ende haben wir eine 7,2 bekommen und sind damit noch 9. geworden und durften noch eine schöne grüne Salatschleife mit nach Hause nehmen. Und ja, da war ich wirklich sehr froh, weil ich finde, das hat er gut gemacht und hat sich da auch nicht beeindrucken lassen von der Kulisse. Also war ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ritt. Es war ein bisschen ungünstig, denn gleichzeitig mit dem E-Springen lief drüben in der Reithalle der Reiterwettbewerb. Und bei dem Reiterwettbewerb sind drei meiner Kinder mitgeritten. Einmal Lotte, die habt ihr jetzt noch nie gesehen. Die seht ihr jetzt auch leider nicht, weil die wirklich als Erste in der ersten Gruppe dran war. Die ist Meloni geritten. Die hatte super Pech, weil wir das mit den Zeiten durcheinander geschmissen haben und die Prüfung eine halbe Stunde früher losging. Und die kam auf den Warmreiteplatz, um warm zu reiten. Und dann ging die Prüfung los. Und die musste da rein, ohne ein einziges Mal draußen getrabt oder galoppiert zu sein. Dementsprechend war Meloni auch drin drauf und hat auch einen Boxsprung rausgehauen. Sie hat es aber alles gesessen. Aber das hat natürlich die Wertung nach unten gedrückt. Aber ein Erfahrungswert, wir haben es mitgenommen, beim nächsten Mal gucken wir 10-mal mehr auf den Zeitplan. Hier seht ihr jetzt Larissa auf Motsche. Fotos gibt es übrigens, weil meine Mutter Fotos gemacht hat, während Maren mit meinem Handy bei mir war, deswegen gibt es keine Videos. Bei ihr war es eigentlich auch ganz gut. Sie ist nur einmal auf der einen Hand, das war dann ja wohl links, wenn wir hier den Rechtsgalopp so schön sehen, im Außengalopp gewesen und hat es leider nicht erkannt. Und ja, das gab natürlich auch Punktabzug. Am Ende haben sie alle eine grüne Salatschleife bekommen, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ja, auch Motsch war hier sehr, sehr brav, sehr zuverlässig. Da war es wieder halt natürlich die Anlehnung, die den Richtern gefehlt hat, und halt Außengalopp. Den sollte man dann schon erkennen, aber da arbeiten wir einfach dran. Und das ist auf Turnier natürlich auch immer eine Extremsituation, wo man dann auf solche Sachen vielleicht jetzt erstmal nicht so achtet. Aber das lernen die Kinder. Genau, dann ist noch Alexa Charlie geritten. Charlie haben wir euch ja schon ein paar Mal gezeigt, die haben wir ja mit ausgebildet, und Charlie hat uns mittlerweile verlassen. Das ist ein Grund zur Freude, weil wir ja, wer uns regelmäßig folgt, der weiß das ja, dass wir Pferde ausbilden und dann schönes Zuhause für sie suchen, weil wir der Meinung sind, dass ein Pferd nicht für immer in den Schulbetrieb gehört. Und ja, Charlie hatten wir jetzt ein Jahr bei uns, haben sie ausgebildet und auf Turnieren vorgestellt und konnten sie jetzt an eine sehr, sehr liebe Familie bei Hamburg weitervermitteln. Wir haben sie auch selber hingebracht, das machen wir eigentlich immer, wenn wir die Pferde verkaufen, einfach damit man sich auch den Stall anschaut. Die hat es super schön, da sie hat eine Familie mit Kind und Mama, die aber auch noch klein und zierlich ist und das Pony auch noch mitreiten kann, und Trainer und hast du nicht gesehen, also wirklich super, super, super. Und deswegen ist Alexa sie hier auch nochmal auf ein Turnier geritten, damit es auch nochmal schöne Verkaufsfotos gibt. Charlie war da noch sehr, sehr angespannt und ja, hat sich da ein paar Mal nach oben rausgezogen, und deswegen war es am Ende dann auch nur eine 5er Wertnote. Die Richterin hat gesagt, dass sie schon sieht, dass Alexa das besser im Griff hat, aber dass natürlich ja auch das Pferd bewertet wird. Und ja, deswegen gab es da am Ende auch eine Salatschleife, aber für Charlie war es ja erst, ich glaube, das dritte Turnier. Müsste es, glaube ich, sein. Lass mich lügen, aber ich glaube, es war das dritte Turnier. Sie ist eins mit Larissa gegangen, eins mit Alexa, und letzte Saison in Teicher war ja ihr erstes mit Nina. Und ja, dafür sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ja, das ist ja einfach auch so ein bisschen ein Erfahrungswert, an dem das Pony ja auch noch wachsen kann. Die ist ja jetzt auch erst 4. Es ist also, nee, 5 ist sie, glaube ich. Oh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch jung. Da ist ja auf jeden Fall Luft nach oben. Aber die Info wollte ich euch eben gerne geben, dass ihr ein schönes neues Zuhause gefunden habt, weshalb ihr sie nicht mehr seht. Jetzt seht ihr Alexa im Mini-E war es, glaube ich. Also sprich, sie mussten hier selbstständig einen Parcours reiten mit Meloni. Ja, Alexa war sehr, sehr aufgeregt. Sie mussten hier alleine in die Halle rein. Da wurde dann eben auch zugemacht. Dadurch war Meloni auch sehr, sehr aufgeregt. Das ist natürlich doch was anderes als auf einem Turnierplatz draußen, wo man die anderen Pferde sieht. Und ja, das Problem war, dass durch Alexas Aufregung halt so dieser Sitzfehler mit dem nach vorne fallen sehr, sehr, sehr doll zum Tragen gekommen ist. Und damit bremst sie zum einen natürlich das Pony sehr aus und verunsichert es auch. Und wenn das Pony selber auch verunsichert ist, war das halt in dem Moment jetzt einfach nicht die beste Kombination.
Aber ich meine, daraus lernt man auch. Wir wussten auch vorher nicht, dass es in der Halle ist und kann das dann ja auch nur beim nächsten Mal besser machen. Und ich denke, Alex hat dann auch gelernt, dass nach vorne fallen zum Sprung nicht so super ist. Aber deswegen haben sie sich jetzt hier getrennt nach diesem Sprung. Ich habe Alexa gefragt, für sie war es okay, dass ich euch das trotzdem zeige. So bleiben wir wenigstens real. Sie hat sich auch gar nichts getan. Aber das ist auf jeden Fall eine Thematik, an der wir fleißig weiterüben, dass auch unter Druck dann sozusagen das auch funktioniert und auch klappt, dass die Schultern hinten bleiben, dass sie nach dem Sprung hinten sitzt. Und dann hätten sie diesen Parcours bestimmt auch beenden können. Aber ich spoiler schon, es gibt noch eine zweite Springprüfung an diesem Tag. Jetzt seht ihr Anna mit Motsche. Ich muss sagen, die Runde hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte ihr vorher noch als Tipp mit auf den Weg gegeben, dass wenn Motsche recht schnell wird nach Sprung 3, da ging es ja dann recht eng rum zum Ochser, dass sie dann lieber durchparieren soll und nur angaloppieren soll, weil die Richter sehr viel Wert auf ein kontrolliertes Reiten gegeben haben. Also es sind viele vorher da ganz schön durchgeschmettert, die dann auch mit BME-Springen geritten sind. Und da haben sie das immer sehr kritisiert, dass das Pferd eigentlich alles alleine macht und der Reiter nicht. Deswegen hat sie jetzt hier einmal durchpariert, das sieht man jetzt hier, glaube ich, im Video, ist dann neu angaloppiert vom Ochser. Das haben die Richter in diesem Fall dann als Ausfallen gewertet, also sie haben nicht gesehen, dass das aktiv war, aber gar nicht schlimm. Sie hat eine relativ gute Wertnote bekommen, irgendwie eine 6er Wertnote und war lange in der Platzierung drin und der letzte Reiter hat sie dann rausgekickt. Aber gar nicht schlimm, wir waren eigentlich sehr zufrieden. Anna ist ja auch nicht viele Turniere die Saison geritten und ich denke, hier erkennt man einen deutlichen Fortschritt und das war super. So, jetzt unser Neuling, Paddy Boy. Das allererste Mal springen für Paddy und für Maren auf dem Turnier. Fleißig haben wir geübt. Die Aufregung war riesig, weil keiner wusste, ob Paddy denn springen wird oder nicht auf dem Turnier. Dementsprechend gurkig ist es auch noch ein bisschen. Aber das ist erstmal überhaupt gar nicht schlimm. Mila, könntest du bitte dein Bett ganz lassen, während ich hier kommentiere? Denn er ist wirklich super brav überall drüber gesprungen. Auf dem Warmbadeplatz war Maren noch sehr, sehr aufgeregt. Aber ich finde, sie hat das hier gut gemacht. Das war eine sehr ruhige, sehr langsame, sehr kontrollierte Runde. Das ist natürlich an sich jetzt nicht unbedingt der Sinn des Jump'n'Runs, aber wir haben es hier einfach mitgenommen als erste Prüfung für Paddy. Der wird auch jetzt nicht viele Springprüfungen laufen, aber ich wollte, dass Maren die erste Springprüfung auf dem Turnier, dann hier ist sie leider einmal vorbeigeritten, da war einfach die Konzentration vorbei. Also das hätte sie sonst auch hingekriegt. Ich wollte gerne, dass sie ihre erste Springprüfung nicht mit sowas wie Quintino, der einfach so ein bisschen zappelig ist, sondern mit was Ruhigem macht. In dem Fall wussten wir jetzt natürlich nicht, ob Paddy das macht, aber ja, wir hatten da ein ganz gutes Gefühl und das hat sich ja auch gezeigt, dass er wirklich super cool war und das hat mich für beide sehr, sehr gefreut. Jetzt seht ihr hier Larissa. Larissa war da genauso gemütlich unterwegs wie Maren. Also die beiden sind in Schönheit gestorben, aber es haben auch hier wieder alle eine grüne Salatschleife am Ende bekommen und das ist doch das Schönste, wenn man dann so nach dem ersten Turnier dann auch noch so eine schöne Schleife bekommt. Das finde ich auch immer super, wenn sie bei so Prüfungen dann allen eine Schleife geben. Genau. Und dann seht ihr jetzt gleich, wie versprochen, Alexa mit Meloni. Man muss dazu sagen, Alexa ist auf dem Warmbadeplatz gleich nochmal runtergefallen. Aber dann haben wir einen Pep-Talk zusammen gemacht und danach hat sie ihre Schultern wirklich hinten gelassen. Also da war ich wirklich so zufrieden. Okay, hier war es jetzt noch nicht so gut. Aber das fand ich dann wirklich gut, dass sie das auch nochmal gemacht hat und das nochmal geritten ist, weil nachdem es so schlecht an dem Tag gelaufen ist, ist das natürlich komplett freigestellt. Sie hätte auch sagen können, nee, ich will nicht, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber sie hat das gemacht und ich finde das auf jeden Fall gut. Ups, der Sprung war irgendwie nicht mit drauf. Und der einzige kleine Fail, der unterlaufen ist, ist, dass sie hier nach dem letzten Sprung, durch Corona durften die nicht abklatschen, sondern sollten durch diese zwei Stangen nach dem letzten Sprung gerade durchreiten und dann durfte der Läufer loslaufen. Und sie ist an den zwei Stangen aus Versehen vorbeigeritten und musste dann hier nochmal rum und nochmal durch die Stangen, damit der Läufer loslaufen konnte. Das war so ein bisschen ein Fail, aber gar nicht schlimm, sowas passiert. Und Nina ist für sie gerannt und Nina hat sich die Seele aus dem Leib gerannt. Und ja, dadurch hat es dann auch hier für eine der hinteren Platzierungen mit einer grünen Salatschleife gereicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch mal wieder die Kinder ein bisschen reiten zu sehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Prüfung, warum filme ich den Hund? Ich weiß nicht mehr, was der Hund hat wahrscheinlich in dem Moment gefiept. Ach so, weil ich so geklatscht habe. Ich habe den Ton ausgemacht, aber ja. Ach, Video vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich habe, wie gesagt, jetzt wieder während der Prüfung kommentiert, weil beim letzten Video das ja viele Menschen sich gewünscht hatten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, ein bisschen was von den Kindern zu sehen. Und wünsche euch, wie gesagt, jetzt noch einen schönen Sonntag. Und noch ein Thema. Ich schreibe immer wieder, dass ihr euch andere Videos von mir wünscht, aber nie welche Videos. Also schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, was ihr euch denn für Videos von mir wünscht. Und dann versuche ich die auch gerne mal umzusetzen, wenn die jetzt nicht komplett komisch sind, wie mach einen Handstand auf Kasper. Ich glaube, das würde ich lieber nicht machen. Tschüss.